Willkommen zurück, Leute, zu Cursory, der böse Mann und der schwarze Kater. Und wir sind ganz heiß auf der Spur zuletzt gewesen und das ist sehr, sehr schön, gut. Wir werden uns weiter auf die Socken machen, denn wir wollen ja Mademoiselle retten. Und wir haben ein Abzeichen, einen Schlüssel, eine Wasserspeierkugel und einen Mausschlüssel zuletzt gehabt. Ich würde sagen, ich benutze mal die Karte. Und wir sind anscheinend ganz richtig sogar. Aber hier gibt es auch was zu tun. Ich glaube, wir hatten hier zuletzt irgendein Spiel, ne? Irgendwas, was wir hier spielen konnten, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo war hier ein Spiel. Da. Das wollten wir, glaube ich, zuletzt machen. Die, die Schafe haben keine Orientierung mehr. Den Weg nach Hause zu finden, würde helfen sehr. Okay, also wir müssen die Schäfchen nach Hause bringen. Dann spring da rein oder auch nicht. Kannst du? Ja. So, jetzt kommt das Schäfchen da runter. Was können wir mit dir machen? Da, geh mal da hoch. Du kannst da mit oder ohne Treppe eher? Anscheinend mit. Wieso machen die Schäfchen eher so Geräusche wie so eine kleine Ratte? Weiß ich nicht. Geh da rauf, kleines Schäfchen. Was muss ich jetzt machen? Wie helfe ich dem? Schäfchen geht nach oben? Wie helfe ich denen? Da geht eine Leiter hoch, da geht eine Leiter runter. Wie weit ist mir das eine Hilfe? Hier lässt sich was machen. So, dann hängen die da jetzt zusammen rum. Das ist toll. Ah! Okay. Dann geh da mal entlang. Das ist schön. Wie kriege ich dich da jetzt rüber? Ah. Kannst du da irgendwie... da was machen? Wieso kannst du da nicht... Okay, du willst nicht. Wir müssen das Schäfchen da irgendwie rüberkriegen, aber ich weiß nicht, wie... Ich glaube, wir holen das Schäfchen nochmal runter. Oh, jetzt ist es aber da drauf auf diesem Ding. Ja. Und vor allem kann Blau nicht einfach... Kann... Okay, das ist alles irgendwie verwirrend. Ja, komm mal runter. Ja, ja, ja. Und dann gehst du mal nach Hause. Der ist schon mal drinne. So, dann gehst du mal... Kannst du da nicht einfach drauf gehen mal? Ich meine, Rot soll auch nach unten, ne? Das ist eigentlich auch voll unsinnig, was ich hier mache. Achso, jetzt geht Rot runter. Und jetzt geht Blau nach oben. Blau geht jetzt da oben. Achso, alles klar. Können wir den irgendwie da rauf manövrieren? Nein, können wir nicht. Dann geh da rauf. War das jetzt klug? Geh mal da rüber, Schäfchen. Ich weiß nicht, ob das so gut war, was ich hier mache. Kümmern wir uns mal um das rote Schäfchen. So, rotes Schäfchen soll ja einfach nach Hause. Wunderbar. Auch drinne. Blaues Schäfchen ist ganz woanders jetzt gelandet, als ich es wollte. Das war jetzt nicht so schlau. Kannst du da wieder rauf? Muss ich jetzt den Heißluftballon nehmen? Anscheinend schon. Gut, dann... Ach so. Nee, dann war das ja richtig. Ja, perfekt. Schäfchen sind alle zu Hause. Das war das Schäfchenspiel. Auszeichnung erhalten. Wir bekommen ein Puppenemblem und bist du auf dem Pfad der Illusion und hast Angst, die Orientierung zu verlieren? Denke dran, was ich gesagt habe. Geradeaus, links, links, geradeaus, rechts, rechts, geradeaus. Muss ich mir das aufschreiben oder können wir uns das so merken? Also ich merke mir das so nicht. Ich nehme mir mal einen Zettel und einen Stift. Das mache ich immer so. Geradeaus, links, links, geradeaus, rechts, rechts, geradeaus. So. Für den Fall, dass wir uns das merken sollten, brauche ich nicht, habe ich mir notiert. Und irgendwas können wir jetzt hier noch machen. Gefährlicher Lauf. Der böse Mann treibt sein Urnenwesen im Wald. Mhm.
Können wir da mittlerweile rein? Ja, können wir. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Dafür bekommen wir einen Fleur de Lis-Ring und eine Sense, wie es scheint. Und ein eingerahmtes Zeitungsausschnitt-Ding. 29. Oktober 1779. Verkäuferin stürzt in den Tod. Gerüchten zufolge wurde sie von einem Grafen verfolgt. Ja, das war tatsächlich so. Da ist auch diese Statue wieder. Also müssen wir da nochmal vielleicht hin? Oder so? Ist jetzt hier noch was? Einfach nur, damit man sich das nochmal angucken kann. Ich glaube, das ging einfach nur um diesen Fleur-de-Lis-Ring. Die alten Bäume haben das Haus in sich eingeschlossen. Ich hoffe, die Bewohner konnten entkommen. Wir gehen mal nicht da lang. Wir gehen mal da lang. Ah, hier können wir bestimmt das Dings einsetzen. Und jetzt ist der Weg frei. Oh, was jetzt? Da ist er wieder. Follow me if you dare. But I bet you'll never find me. Er spielt mit mir. Schätz mal, er will, dass ich mich verlaufe. Irgendwo muss eine Beschreibung sein, die mir den Weg weist. Pass auf, ich habe da zufällig mir was aufgeschrieben. Geradeaus. Und dann sollen wir nach links. Und wieder nach links. Und geradeaus. Und dann sollen wir nach rechts. Und nochmal nach rechts. Die Katzenköpfe haben gerade aufgeleuchtet. Ich muss ganz nah dran sein. Und dann ging es nochmal geradeaus. Tada! So. Das haben wir gut gemacht. Was ist hier? Knopfsammlung von Mutter Gans. Sammle sie alle ein und halte dafür eine Belohnung von Mutter Gans an der Tür. Eine großartige Art zu reisen. Folge dem Vater Sterne. Hm. Wenn es aussieht wie eine Ente und watschelt wie eine Ente. Von Möhren alleine können Häschen nicht leben. Am verschlossenen, verbeulten Briefkasten ist ein... Oh, ich habe schon wieder den Timer nicht angemacht. Scheiße. Am verschlossenen, verbeulten Briefkasten ist eine Mausfigur befestigt. Ich brauche einen Schlüssel. Mausschlüssel. So. Dafür bekommen wir einen Schmetterlingjuwel und noch was zum Lesen. Mutter Gans verbreitet ihre Reime. Düstere Weisen, Zeile für Zeile, aufgeschrieben. Mit jeder Seele, die sie damit verflucht, wächst ihre Macht. Man nennt diese Reime auch Cursory. Okay, das ist ja... unheimlich. So, wir bekommen... was ist das? Was? Ein Ladestock? Ein Ladestock. Wo ist hier eigentlich mal wieder so das verfluchte Objekt und so? Der Teekannenspringbrunnen ist eine seltsame Darstellung kindlicher Launen. Ich finde den Teekannenbrunnen cool. Es erinnert mich an Alice im Wunderland und ich liebe Alice im Wunderland. Was will er? Vielleicht kann ich den Wasserspeier dazu bringen, seinen Griff zu lockern. Aber mit was? Mit einem Stock. Mit der Sense. Mit dem Ring. Mit dem Schmetterlingsjuwel. Okay, anscheinend haben wir Pech. Da können wir noch nichts machen. Was haben wir hier? Endlich, das Refugium des bösen Mannes, genauso seltsam und irre, wie ich erwartet habe. Das Haus scheint vom Rest der Welt abgeschlossen zu sein. Es wirkt unheimlich, richtig bedrohlich. Befindet sich hier vielleicht die Quelle des Fluchs? Ja, wahrscheinlich. Oh, da war das verfluchte Objekt. 16 von 20. Das wird mich sehr ärgern, dass ich das mal wieder wahrscheinlich nicht schaffe. Der wachende Wasser sperrt eine Kugel im Mund. Will der vielleicht auch eine Kugel? Ja! Wow! Porzellanpuppenkörper. Okay, wo geht's jetzt hin? Hier hin. Da gibt's immer noch was, was wir aber machen können. Kann ich hier raus irgendwie? Ich sehe das immer nicht. Geh weg, Katze. Gut, dann gehen wir erstmal dahin. Fleur de Lis. Hier kommt bestimmt der Ring rein. Wunderbar, da haben wir einen Griff für irgendwas bekommen. Büffelgriff. Ein Büffelgriff. Ja, die Mutter Gans ist schon unheimlich. Vor allem, dass da jetzt diese Leiche liegt, die man sich immer wieder angucken kann. Aber okay. Kann man ja mal machen. So, auch hier gibt es noch was, was man machen kann. Oh nein, von den Klamotten her muss der Holzfäller sein, der arme Mann. Er ist nie zurückgekommen. Hier können wir was raufstellen. Vielleicht diese Porzellan... oder auch nicht. Der Griff? Der Griff. Der Griff und eine Sanduhr, Porzellanpuppenbein.
Nach dem Tod des Mädchens war der Graf nicht mehr er selbst. Hat sich völlig verändern und mit ihm auf gespenstische Weise auch alles um ihn herum. Nicht mehr selbst, sich völlig ver... keine Ahnung. Gespenstische Weise auch alles um ihn herum, sogar das unheimliche Haus und der Wald. Also alles hat sich geändert, weil er nicht er selber war. Seit Tagen bin ich in diesem Nebel gefangen. Die Bäume scheinen vor meinen Augen lebendig zu werden. Ich weiß nicht, ob ich jemals den Weg aus diesem dunklen, unheimlichen Wald herausfinde. Ui, okay. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen oder war es das? Ja, dann danke, Leute. Na super, der Baum lacht mich aus. Jetzt ist das hier frei. Was können wir hier bauen? Das hier, Abzeichen kann da rein. Hey, da kriegen wir gleich wieder ein Spiel. Das magische Gebilde soll zur Asche werden, um den Zauber mit einem Schlag zunichte zu machen. Mit einem Schlag? Es soll alles brennen? Brennen! Okay. Soll ich jetzt immer dahin, wo es wieder leuchtet? Es leuchtet da immer so auf. Reichte das jetzt? Anscheinend. Das magische Gebilde soll zur Asche werden, um den Zauber mit einem Schlag zunichte zu machen. Also irgendwie war das noch nicht so richtig. Wo soll ich anfangen? Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen eher in der Ecke angefangen. Wir gehen hier einfach außen entlang. So, dann da lang. Ja. Es hat schon wieder nicht gereicht, ne? Es war schon wieder nicht so gut von der Reihenfolge. Irgendwie ist das auch so ein Zufallsding bei mir. Bin so doppelt gemoppelt am Ende gewesen. Das war nicht so gut. Man sieht es, das verkohlte Schwarze. Das ist schon mal ganz gut eigentlich. Ja, jetzt kann ich aber wieder nur da lang und da lang. Das ist blöd, dann gehe ich da doppelt lang. Mist. Das war schon wieder falsch jetzt. Nee, man darf da nicht so oft doppelt entlang gehen. Das ist dann immer blöd. Nee, das ist voll blöd, was ich hier mache. Oh, da habe ich sogar einen vergessen gehabt. Nee, das... Nö. Ich glaube, ich brauche noch mal eine Runde zum Üben. Fang einfach an. Alleine, dass ich hier jetzt hin und zurück müsste, ist schon blöd eigentlich. Das gefällt mir nicht. Ich fange mal... Wenn ich da lang gehe und da lang, dann fehlt mir der wieder. Das ist auch blöd. Macht man das denn am besten mal? Vielleicht hier lang gehen und wenn ich dann am Ende da lang komme, hier unten und dann da zurück? Ich versuch's mal. Irgendwie muss das doch gehen. Muss immer so ein bisschen im Kreis wandern, sonst
Guck mal, einen nehme ich aber schon wieder doppelt. Das ist blöd. Das zählt schon wieder nicht, ne? Wenn ich den jetzt nochmal doppelt nehme? Nee. Kacki. Ja, ja, ich sehe schon meine Fehler. Also es ist nicht so, als ob ich das nicht sehe. Ich dachte halt, ich kehre am Ende ganz zum Schluss hier nochmals am Ende zurück, so mäßig. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Jetzt weiß ich, jetzt fehlt mir hier der. Wenn ich nach oben lang gehe, komme ich ja nie nochmal hier zu dem zurück. Das ist schon wieder so ein Problem. Das wird schon wieder nichts. Sehe ich schon wieder kommen. Ich glaube, ich muss in der Mitte tatsächlich anfangen. Oder doch? Kriege ich das hin? Nee, jetzt einfach mal da lang. Jetzt ist der doppelt und das ist falsch. Ah! Diese blöde Mitte alleine. Fängt man am besten außen an oder in der Mitte? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal durch die Mitte. Darf halt auf keinen Fall einen doppelt nehmen. Das ist so furchtbar. Wenn ich jetzt da lang gehe, dann da lang, dann da lang. Dann ist eigentlich egal. Dann nehme ich den oder den. Dann gehe ich da lang, da lang, da lang, da lang. Und dann den letzten. Geht das? Ich versuch's einfach mal. Da fehlt mir trotzdem einer. Egal, ob ich jetzt da lang gehe, da lang, da lang, da lang, da lang, oder? Doch, das könnte sogar hinhauen. Ich glaube, ich krieg's hin. Yay! Bin ich jetzt froh. Ich habe auch eine Auszeichnung bekommen. So, jetzt können wir da reinlatschen. Aufgabe aktualisiert. Hier ist wieder zum Lesen. Es war einmal ein Kerl, der marschierte eine kurvige Meile. Ich kann die Schrift immer nicht. Es war einmal ein Schräger oder ein Kobold. Ist das hier jetzt, sind das zwei Wörter? Kerl, der. Es war einmal ein schräger Kerl, der marschierte eine kurvige Meile und fand dabei einen verbogenen Cent auf einem krummen Zaunpfahl. Er kaufte eine Katze mit krummem Schwanz. Ich glaube, hier ist es wirklich. Der fing, also hier sind die Wörter auch so nah beieinander, Schwanz, der fing ein krummbeiniges Mäuschen und sie wohnen jetzt alle zusammen in einem windschiefen kleinen Haus. Ja, das ist schön. Das ist alles verkehrt und so. Hier ist das verfluchte Objekt. Ich fühle mich wie Schachfigur im Spiel des bösen Mannes. Hier gehört eine Sanduhr rein. Eine Aussprungform einer Sanduhr. Vielleicht geht sie deshalb nicht mehr. Das haben wir hier. Das steigert den Wert von Kuckucksuhren. Da war ein echter Kuckuck drin, ne? Hör mal, es geht doch nicht. An der Wand hängt eine Uhr. Aber vielleicht hat es ja mehr zu bedeuten, als es den Anschein macht. Ja. Jetzt bauen wir uns erstmal hier die Puppe. Die haben wir nämlich vollständig. Oh oh. Eine weitere Marionette steht in meinem Weg. Die hier ist bereit zu kämpfen. Einfach mal mit der Sense durchgesäbelt. Eine Marionette ohne Strippenzieher ist ein erbärmlicher Anblick. Ah ja. Eher etwas gruselig, dass die sich so einfach bewegt. Himmlische Schnitzereien sind notwendig, um die Kerben zu füllen. Himmlische. Okay. Hier ist auch noch was. Ein Teil aus der Schublade des Engelsschrankes fehlt. Also da können wir nichts machen. Dann gehen wir doch mal geradeaus. Was haben wir hier? Oh, hier sind schon ganz viele Bräute.
All diese Marionetten mit ihren Schleiern, sind sie alle dem Fluch des bösen Mannes zum Opfer gefallen? Möglich. Setzen wir den Vogel da erstmal rein und bekommen dafür einen Glorienschein. Der Sinnvogel klingt verzweifelt, das könnte ein Omen sein. All diese Marionetten mit ihren Schleiern. Es ist unheimlich hier. Wo ist das verfluchte Objekt? Ich habe schon 17 gesammelt. Der Vorhang öffnet sich und hier ist die Mega-Braut. Oh, hier ist doch bestimmt noch ein Objekt. Im Schoß der ehemaligen Brautmarionette, die ganz oben in der Ecke thront, liegt eine Pistole. Okay. Die Art, wie die Marionetten angeordnet sind, als ob sie einen Gang für das Brautpaar bilden wollen. Also sie ist so die richtige Braut, die für ihn ganz wichtig ist. So der Schatz seiner Sammlung, sozusagen. Ja, kann der Vogel mal aufhören? Der hilft mir jetzt auch nicht gerade hier mit meinem verfluchten Objekt. Geh mal zurück und geh nochmal rein. Klick hier mal wild rum. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Verfluchtes Objekt! Verfluchtes Objekt! Manchmal bewegen die sich ja eher, wenn man draußen drin ist. Weißt du? Die sind mittlerweile so gut getarnt. Und es könnte überall sein. Muss aber irgendwo sein, wo ich halt auch draufklicken kann. Deswegen glaube ich eher, dass es da oben irgendwo ist. Aber da ist immer eine blöde Lupe. Ich gehe zu der Braut. Ich will sie jetzt sehen. Interfered in my affairs for the last time. It is time to put an end to you. Stop it, Blaze. I will stay here with you. Just promise me you won't hurt any more people. Don't you see? Your love for me has become warped. You have destroyed so many innocent lives. I will stay here, but I refuse to marry you. You don't really love me. You just want a docile puppet to play your wife and to live with you in your little gilded cage. That's not true. Oh, doch, das ist. I just wanted to protect you. I love you. Why can't you understand? Okay, dann nehmen wir uns doch glatt mal die Wumme und... Was tut man als erstes, wenn man eine Pistole lädt? Ja, ich habe aber nichts zum Laden oder so. Dann müssen wir wohl nochmal zurück. Oh, da kommt jetzt auch die Drama-Musik. Er ist verzweifelt in seiner Liebe. Oh, hier ist der Ehering runtergefallen. Oh, spannend jetzt, ne? Diese Marionetten so hilflos über den Boden verstreut. Ein herzzerreißender Anblick. Ja, hier haben wir auch noch etwas, wo wir den Schlüssel benutzen können. Was bekommen wir jetzt? Ein Wimmelbild. Vielleicht unser letztes, wie es scheint. Schon fast schade, ich mochte das Spiel. Aber es geht natürlich nicht, dass er da so krank, wie er ist. Da hat sie recht. Das ist keine Liebe. Man so abhängig ist. Oder eher andere Versklaven und er friert tatsächlich schon was ein. Seit wann denn? Seit wann? Seit wann werde ich bestraft, wenn ich wild suche? Das macht nichts, dann bin ich vorsichtiger. Kriegen wir hin. Das haben wir fertig, dann noch die Rose Engelornament. Tada! So, das haben wir fertig. Okay, dann gehen wir mal raus hier. Wo ist das Engelornament? Wo soll das... Sollte das... Glorienschein? Soll der... Wo war denn das jetzt nochmal? Da? Nee, da soll das rein. Himmlische Schnitzereien sind notwendig, um die Kerben zu füllen. Da ist der Glorienschein.
Oh, ein Engel stellt Ansprüche. Gewinne das Spiel mit Hilfe der kleinen Uhren. Ja. Hier können wir das jetzt wieder tauschen. So, jetzt haben wir hier irgend so ein Engel mit einem Eichhörnchen. Hier ist ein Lämmchen, da oben irgendwas mit einem Wolf. Ich müsste die doch aber irgendwie... Oh Mensch, es dauert jetzt aber wieder. Wie kriege ich das denn mal hin? Da ist das Blatt, das gehört bestimmt nach links. Der Schmetterling, der gehört da jetzt nicht hin. Das war jetzt nicht so toll. Da ist was mit Wasser, das gehört bestimmt nach unten. Ich muss erstmal überlegen, immer was welcher... Also rechts ist mal der grüne Pfeil. Ja, das ist ja schon mal gut. Das Eichhörnchen soll sowieso weiter nach da. Da gehört es aber auch nicht hin. Das bringt nicht so viel. Die Harfe mit dem Schmetterling tauschen, ist das richtig? Weil die Harfe sehe ich da oben schon mal. Schmetterling gehört nach rechts, ist auch schon mal gut. Das kann man erstmal, glaube ich, so stehen lassen. Ich hoffe nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja, da ist das Blatt. Und ein Vogel. Wir drehen das mal. Nee, das Wasser gehört nach unten. Gehört denn der Vogel überhaupt hin? Nach unten, glaube ich. Ja, das könnte man gut tauschen. Ja, da sind die beiden doch bestimmt nicht. Der Vogel gehört nicht. Wo gehört der Vogel hin? Nach rechts? Das Eichhörnchen müsste doch richtig sein. Nicht? Mach mal so. Nee, das macht gar keinen Sinn. Nein. Nein. Das Wasser gehört nach unten. Ja, das ist schon mal gut. Die Trompete, die gehört nach unten. Nein. Und der Apfel? Der Apfel gehört wahrscheinlich eher in so eine Herbstzeit. Da ist auch das kleine Eichhörnchen mit dem Apfel. Dann tauschen wir das mal. Der geht mir aber zu weit eigentlich. Aber das können wir tauschen. Ist das Lämmchen schon mal richtig? Nein. Der geht immer zu weit, der Blöde. Guck mal, den Apfel, den haben wir schon mal. Den Apfel tauschen wir jetzt damit. Das ist gut. Das ist korrekt. Jetzt muss die Trompete noch nach unten. Am besten mit dem Wolf. Kriegen wir das irgendwie hin? Nee. Aber die Schneeflocke ist damit oben. Das ist auch schon mal gut. Nee, der geht immer... Der macht zu viele Schritte. Die Schritte werden mir hier, glaube ich, auch angezeigt. Ja, den kannst du da mal schön lassen. Finde ich gut. Nein, das war jetzt nicht so schlau. Okay, wir haben den Wolf. Wo will ich den Wolf eigentlich haben? Oben. Eigentlich... ja, ich tausche das jetzt mal, auch wenn es nicht richtig ist. So, dann tauschen wir die auch. Jetzt ist die Blume nämlich schon mal richtig. Die Trompete ist richtig. Es fehlt nur noch das andere. Das blöde Blatt. So, der Wolf ist richtig. Jetzt müssen wir nur noch das Blatt hinbekommen. Kriege ich den jetzt darauf? Nein! Nein. Okay, ja. Bitte jetzt nichts... verstellen. Das war auch wieder so schlau. Kriegt das nicht gebacken hier mit den blöden Pfeilen? Das ist der grüne, ne? Ja, ist es. Okay. Jawohl. Jetzt haben wir es. Die zeigen ja auch immer an, welcher Pfeil und wie viele Schritte. Aber ich habe immer keinen Bock. Ich
Ich mach das einfach so random. Ein Teil aus der Schublade Engelschranke fehlt. Das haben wir immer noch nicht, dieses Teil. Ist doch komisch. Dann gehen wir da erstmal rein. Okay, yeah. Blitz, Donnerschlag. Geht los. Durch Treibsand und unter Wasser auf der Suche nach dem Dorf Silver Coral, das eingebettet ist in die Natur. Komm, der Ring, der gehört da bestimmt irgendwo. Da gehört er. Auch nicht. Ich schwöre die ewige Liebe, Shell, mein Engel. Dann gehört das doch bestimmt dahin. Irgendwie. Ja, hier, Ring. Hm? Warum will er den Ring nicht nehmen? Your cage is too small. I will expand it. I will destroy everyone until only you and I are left. Then you will have the whole world for your cage. Okay, wenn du meinst. Engelstrainer. Gehört da auch nicht hin. Okay. Gehört der Ring jetzt vielleicht da rein? Das können wir nicht gebrauchen. Kann ich den Ring jetzt da rein tun? Nein, auch immer noch nicht. Was wollen die von mir? Ach so. Nein! Halt, stopp. Hier können wir jetzt... okay. Ja, dann soll ich jetzt nach unten gehen nochmal? Ich soll ja die Wumme laden, aber mit einer Engelsträne ja wohl nicht. Wo soll es denn hingehen? Hier hin. Irgendwas hier. An der Wand hängt eine Uhr, vielleicht einen Anschein macht. Die Engelsträne, natürlich. Da gehört die rein. So. Dafür bekommen wir Schießpulverflaschen. Na, so ein Zufall. Ihr Fluch kann nur durch jemand anderen gebrochen werden. Versuche Mutter ganz mit einem verfluchten Gegenstand zu stoppen. Hier haben wir Ringe. Dann diesen Ladestock und das Glöckchen. Das Glöckchen haben wir aber gar nicht mehr. Oder so. Jetzt laden wir erstmal die Kanone hier. Nicht die Kanone, sondern... Was ist das überhaupt? Das kann ich nutzen, um den Fluch des bösen Mannes zu brechen. Was kann ich nutzen? Warte, da stand doch gerade noch was. Hallo. Was fehlt dir denn? Wir haben Schießpulver reingetan und Feuer, bum bum. Diese Marionetten so hilflos über dem Boden, ja, ja. Was kann ich nutzen, um den Fluch des bösen Mannes zu brechen, stand dann. Ach so. Was wollt ihr von mir? Ach, den Ring sollen wir da jetzt reintun. Der Ring? Nur noch ein Handgriff und die Pistole ist fertig geladen. Klar, man kann auch mit einem Ring schießen. Why not? Geladene Pistole. Jetzt, geht's los. Ich habe kein verfluchtes Objekt jetzt mehr gefunden. Das hätte hier verdächtig eins werden können. Ja. Dann. My cane! How dare you! Gerald! Cheryl, you are all right. That's good. The worst moment in my life was when you died in your last life. I could not bear to see you die again. Forgive me for all that I have done to you. You are free now. Farewell, my love. Blaze, no! You can't die! Wie dramatisch. Ach, und dann endet das jetzt einfach, oder was? Was für ein schreckliches Ende. Ich glaube, wir haben selten ein Wimmelbildspiel gespielt, das so ein trauriges Ende hatte. Er stirbt einfach. Toll. Yay. Okay. Da wir die Sammler-Edition spielen, haben wir noch ein Bonuskapitel vor uns. Das biete ich euch dann nach dieser Aufnahme direkt im nächsten Part an, würde ich sagen. Trotzdem, weil hier die wunderschönen Bilder und die schöne Musik durchlaufen, würde ich halt behaupten, dass das ein sehr schönes Spiel schon mal ist und mir sehr gefallen hat. Ich hoffe, euch auch.
Ich fand es toll von den Gestaltungen her. Man hat gemerkt, dass da die Entwickler sich Mühe gegeben haben und die Musik und das alles war sehr schön abgestimmt. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Die Story fand ich auch interessant. Es gab eine Menge zu lesen, muss ich sagen. Aber dadurch hatte man das Gefühl auch nicht so, ach, jetzt hast du zwei Briefe gelesen, jetzt ist das Spiel schon vorbei, sondern man ist so wirklich auf Spurensuche gegangen. Man hatte wirklich das Gefühl, so immer noch einen Hinweis zu finden, immer mehr tiefer in diese Story reinzukommen. Der Kater tat mir halt ein bisschen leid, wie gesagt, aber war schon so ein bisschen strange, so ein bisschen irre, dass er sich jetzt am Ende einfach umgebracht hat. Okay, wenn er meint. Sehr dramatisch, sehr traurig, macht das Spiel aber dadurch, finde ich, umso schöner. Es muss ja nicht immer ein Happy End geben. Was mit ihr ist, weiß man auch nicht, aber wir haben sie ja quasi jetzt gerettet. Okay, ich breche das dann hier mal ab an der Stelle, beziehungsweise lasse es noch langlaufen und würde sagen, falls es euch interessiert, schaut euch noch das Bonuskapitel an. Das nehme ich jetzt direkt im Anschluss auf und dann sehen wir uns im nächsten Part. Für alle anderen vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.